Mensch. Das war ja fast halb Essen. Ja, halb Spiele war das. Wir sind ja eigentlich gekommen, um alle zu hören, nicht nur die Hälfte von euch, okay? Also ich denke mal, das könnt ihr noch ein bisschen kräftiger, oder? Ja? Probieren wir es nochmal zusammen, okay? Auf geht's und 17 Jahre! Wie find ich zu ihr? Wunderbar! Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe, doch eben nur im Traum. Der Text, der stimmt auch heute noch, obwohl das Lied schon viele Jahre alt ist. Ja, wohnt jemand von euch zur Miete? Ja, also wer zur Miete wohnt, der kann auch was erzählen und so ist das auch in diesem Lied. In diesem Miethaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, dass ich soeben unter unserer Haustür fand. Achim Brockhausen am Piano. Ja. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Ja. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Ja. Ja. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind.
getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses. Ja! Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich wahren kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Hey, hey, hey! Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, ist für dies Ehrenwerte aus. Und dann tut die Kühe, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, der schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jeden an, der mal fragt, vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Lorbeer erstarrt wie jedes Mal im Aufzug schamlos ab. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Und die Frau oben, wenn der Gasmann kommt, sie zieht den Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, die Leute leiden, geht nicht länger aus. Unsere sieben Sachen und sie aus.